Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllisters Outdoor Cooking. Das hier ist mein neues Baby, mein neuer bzw. erster Gasgrill. Den habe ich bestellt vom Barbecue Toro. Dieses Modell hier ist komplett aus Edelstahl, hat vier Brenner, hat hier einen Seitenbrenner und innen drin haben wir auch noch einen Heckbrenner bzw. Infrarotbrenner. Wie wir das Ding zusammengebaut haben, da habe ich euch ein kleines Unboxing- und Aufbauvideo gedreht. Das seht ihr jetzt nach dem Intro. So, wir werden jetzt anfangen, dass wir hier dieses Paket mal aufschneiden werden. Ja, wir haben das ganze Zeug jetzt soweit ausgepackt und alles hier schön auf den Tisch aufgestellt. Wir gehen jetzt dreimal durch. Wir haben hier unsere Grillroste. Dann haben wir hier unseren Hauptgrillkörper. Den werden wir dann auch noch auspacken und von der Folie befreien. Hier haben wir unsere Abdeckungen für unseren Seitenkocher und unsere Ablagefläche. Hier haben wir unsere Füße, die dann das Gestell bilden sollen. Hier noch die Ablagefläche, wo wir dann das Zeug, wenn wir es gegrillt haben, warm halten wollen. Dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung, einiges an Schrauben. Und in der Bedienungsanleitung, ich habe mir schon ein bisschen durchgelesen, steht, man braucht Handschuhe, da alles sehr scharfkantig ist. Und zusätzlich zu diesem Schlüssel, den wir hier haben, noch einen Schraubenzieher. Somit haben wir alles vorhanden und dann können wir eigentlich loslegen. Ja, nachdem wir jetzt die Folie von unserem Hauptgestell hier abgemacht haben, entdecken wir noch weiteres Zubehör. Das werden wir uns jetzt hier alles einmal rausholen. Dann werden wir uns mal die Kartons angucken, die sich jetzt hier in unserem Hauptteil befunden haben. Also hier befinden sich unsere Stützräder. Wir haben einmal den Anschlussschlauch für unsere Gasflasche. Und hier haben wir auch wieder ein Metallteil. Das werden wir auch sehen, für was wir das dann brauchen werden. Paket Nummer 1. Dann geht es hier weiter. So, hier haben wir unsere Türen für unsere Stauräume. Und dann noch das letzte Paket. Ja, hier befinden sich auch nochmal Türen und Bauelemente für unsere Staufächer. Im Karton nochmal ein Karton. Ja, nochmal Räder. Hier haben wir einmal wunderschön das Thermometer oben für unseren Deckel. Und hier haben wir zuletzt den Einsatz für unsere Kochplatte bzw. für unseren Seitenbrenner. Ja, wir legen da mal los mit dem Montieren und wir fangen an, dass wir hier unsere Räder am linken Seitenteil mit Schrauben befestigen. Ja, gleich geht es auch weiter mit Schritt Nummer 2. Jetzt haben wir hier unsere Bodenplatte und den Gasflaschenhalter und diese zwei Elemente müssen wir auch mit Schrauben zusammenfügen. Idealerweise wird das Ganze natürlich erst einmal handfest angezogen und im späteren Verlauf dann mit dem Schraubenzieher fest montiert. Wenn der Gasflaschenhalter dann ordnungsgemäß montiert ist, haben wir hier im nächsten Schritt unseren Türanschlag. Den brauchen wir dann, dass unsere Türen dann auch ordnungsgemäß schließen und den befestigen wir auch, wie hier auf dem Video zu sehen. Weiter geht's in der Aufbauanleitung mit Schritt Nummer 3. Hier haben wir jetzt Feststellräder und die müssen wir auch an unserem Seitenteil festmontieren. Dazu nehmt ihr den mitgelieferten Schlüssel, den ihr hier habt und zieht die Muttern schön feste an. Das ist ein bisschen ein Gefrimmel, aber das kriegt man hin. Wenn wir diesen Schritt erledigt haben, müssen wir das linke und das rechte Seitenteil mit der Bodenplatte verbinden. Hier kommt jetzt wieder unser Schraubenzieher, den wir brauchen, zum Einsatz, denn wir müssen die langen Schrauben hier reintremmeln. Ja, und schon sind wir auch bei Schritt Nummer 4 angekommen. Hier haben wir jetzt unsere Rückwand, wie zu sehen.
und die wird auch mit 4 Schrauben schön an der linken und an der rechten Seitenwand befestigt. Hier haben wir jetzt eine Verstrebung für die Vorderseite des Grills und somit auch Schritt Nummer 5. Die müssen wir ja auch anbringen. Das war ein bisschen kompliziert, da mein Schraubenzieher hier ein bisschen zu dick war, aber ich habe es letztendlich doch geschafft. Hier werden wir jetzt unsere Türen befestigen und zwar seht ihr hier die Federstifte und die Federstifte setzen wir einfach in die vorgesehenen Löcher hier in unserem Gestell ein und bringen die linke und die rechte Tür an, dass wir unsere Staufächer haben. Schritt Nummer 7, jetzt ist Manneskraft gefragt. Wir nehmen unseren Hauptgrillkörper und stellen diesen auf unser Gestell. Dabei schauen wir, dass die Löcher von Gestell und Grillkörper übereinander liegen und ziehen alles mit den Schrauben fest. In Schritt Nummer 8 wird die linke Ablagefläche mit der Frontblende zusammen montiert. Schritt Nummer 9, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Für diesen Schritt haben wir ziemlich lange gebraucht, da ich das allein schaffen wollte, aber ging einfach nicht. Wir wollen jetzt unseren Seitenbrenner hier am Gestell montieren. Dazu müssen wir erstmal an der Seite ein paar Schrauben lösen. Dann braucht ihr eine zweite Hand, die euch hier alles festhält und die Schrauben werden dann wieder eingesetzt und alles wird fest verschraubt. So sieht das Ganze in der Zwischenzeit schon aus. Schaut eigentlich schon ganz gut aus, aber wir sind noch lange nicht fertig. Also weiter geht's. Wir haben auch noch eine linke Seite als Ablagefläche und die montieren wir genauso, wie wir eben unseren Seitenbrenner festmontiert haben. Hier haben wir jetzt unseren Gasbrenner für den Seitenbrenner. Den werden wir hier durch das vorgesehene Loch einfach hineinführen. Jetzt wird das Rohr von unserem Gasbrenner an der Gasdüse am Grillwagen aufgesetzt. Der Stranger hier dabei war, dass das Ganze ein bisschen Spiel hatte, aber laut Anleitung soll das Ganze normal sein, also euch nichts dabei denken. Wenn alles schön sitzt, wird der Gasbrenner noch hier mit 2 Schrauben schön befestigt. Und zu guter Letzt wird unser Zündungskabel für die Piezo-Zündung an der Zündungsader unten befestigt. Kommen wir zu Schritt Nummer 12. Wir haben hier unsere Flammenverteiler und hier seht ihr Aussparungen. Und über diese Aussparungen legt ihr die Flammenverteiler über jeden Brenner drüber. Langsam wird der Grill zum Grill, deswegen Schritt 13 und 14 kurz zusammengefasst. Wir haben unsere Grillroste und den Warmhalterost und der wird einfach eingesetzt. Schritt 15, hier haben wir jetzt noch eine Fettabtropfwanne. Diese wird einfach an den Schienen eingeführt. Man kann sie, wie ich hier zu sehen, festschrauben. Muss man aber nicht, denn man muss sie ja doch regelmäßig eigentlich sauber machen. Hier haben wir jetzt noch ein Fettauffangschälchen, das unten im Grill eingehangen wird. Langsam kommen wir ans Ziel und hier wird jetzt der Gasschlauch mit dem Gasanschluss verbunden. Der vorletzte Schritt, wir haben hier unser Grillthermometer und das wird jetzt einfach hier eingesteckt und mit einer Mutter festgeschraubt. Wir nehmen uns dann wieder den mitgelieferten Schlüssel und ziehen die Mutter damit schön fest. Kommen wir zum letzten Schritt, hier haben wir nochmal so kleine Haken, die können wir hier in den dafür vorgesehenen Löchern montieren. Dort können wir dann unsere Handschuhe und Grillzangen und alles, was wir brauchen, aufhängen. Jetzt haben wir hier nur noch unsere Gasflasche, die stellen wir schön in unser Staufach hinein und dann wird die Gasleitung nur noch mit der Flasche angeschlossen und fertig ist unser Grill. So, jetzt sind wir fertig und 4 Stunden hat das Ganze jetzt gedauert zum Aufbauen. Im Regelfall ist man da schneller,
Aber ich habe ja das ganze Zeug alles verfilmen müssen, deswegen hat es seine Zeit gedauert. Ich habe jetzt auch eher die zwei linken Hände und bin da technisch nicht so visiert, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert bei mir, aber meine Frau mir da tatkräftig unterstützt. Prinzipiell muss man sagen, also auch für mich als handwerklich nicht geschickten Menschen ist der eigentlich super leicht zum Aufbauen. In der Anleitung ist alles super leicht erklärt und super genau beschrieben. Auch die Schrauben haben perfekt gepasst. Also es war sogar noch mehr Schrauben übrig, als was eigentlich an Verpackungsmaterial dabei war. Dennoch muss man sagen, macht das Ganze einfach mit dem Aufbau zu zweit. Schnappt euch einen Kumpel oder irgendwen, dass ihr da einfach jemanden habt, der wo ich da ein bisschen zur Hand langen kann. Denn manche Sachen sind teilweise relativ kompliziert zum Hinkommen und dann gleichzeitig nur halten. Also ist er stellt sie relativ als schwierig dar. So, nun kommen wir eigentlich dann zu dem Innenleben von dem Grill. Da schauen wir jetzt einmal her. Dann machen wir das Ding hier mal auf. Standardmäßig haben wir jetzt hier emaillierte Roste. Früher oder später werde ich mir da auch die gusseisernen Roste dazu holen, weil mir die einfach besser gefallen. Aber jetzt für den Anfang tun es die auf jeden Fall auch. Da haben wir zwei Stück. Dann haben wir hier oben ebenfalls einen emaillierten Ablagerost. Mit dem Package dabei war jetzt hier auch die gusseiserne Griddle Blade. Aber die werde ich jetzt erst einmal hier unten im Staufach verstauen. Und die kommt dann eigentlich zum Einsatz, wenn ich sie irgendwann mal brauche. Hier haben wir jetzt unseren Seitenbrenner. Der wird auch ganz super werden. Also da freue ich mich mega drauf, wenn man hier einfach auf der Seite nochmal ein paar Töpfe mit aufstellen kann. Jetzt gerade, wenn du dir Braten oder irgendwas machst und dann kannst du hier deine Knödel noch mit draufstellen. Super geniale Sache. Hier haben wir das Zeichen von Barbecue Toro. Könnt ihr euch merken. Früher war der Name auch Barbecue Bull von der Firma, hat sich mittlerweile geändert. Also Barbecue Toro, merkt ihr euch. Ja, kommen wir zu dem Fazit vor dem Ganzen. Also aufzubauen ist das Ganze wirklich mega, mega leicht. Ist für jeden super verständlich. Ihr solltet es aber zu zweit machen. Vom Anschaffungspreis her mit gut über 400 Euro ist dieses Package, das wir jetzt hier haben, einfach grandios. Wir haben hier hinten noch eine Abdeckhaube, die kann ich euch dann ganz kurz noch zeigen. Es war die Griddle Blade mit dabei und wir haben einfach einen Vierbrenner-Grill mit Seitenbrenner und es ist einfach ein Traum. Also ich bin hier mega begeistert von dem Teil. Auch die Edelstahloptik hier gefällt mir mega, mega gut. Im Set war auch noch die Rotisserie mit dabei. Die werde ich euch ja anders mal vorstellen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn es so war, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da, gebt mir einen freundlichen Kommentar ab. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, könnt ihr das hier oben gerne nachholen. Alle Infos rund um Barbecue Toro für diesen Grill und anderes Zubehör wie Dutch Oven werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Danke euch fürs freundliche Zusehen, euer Mac Allister.